Leute, was geht? Wir sind gerade in Holland. Wir sind auf dem Weg Richtung Eindhoven. Heute findet ein neues Format auf diesem Kanal statt. Wir besuchen unseren Bruder Mert. Wir sind schon fast da. Wie lange brauchen wir noch, Jungs? 40 Minuten sind wir da. Ich erkläre euch mal ganz kurz den Hasen, okay? Wir haben hier eine Kamera installiert. Die schalte ich jetzt auch gleichzeitig an. Ich möchte dieses Format wie ein Podcast gestalten. Damit es ein bisschen spannender wird, haben wir auch unangenehme Fragen rausgesucht. Ich bin echt gespannt, ob Mert alle Fragen beantworten wird. Und ja, dann sehen wir uns gleich in Eindhoven. Die Kamera mag das nicht. Na, Mann. Glaubst du an Corona? Ich hab doch Corona. Ach, du hast auch Corona? Du musst sitzen, Bro. Hier sitzen. Weil da ist die Kamera. Ihr habt Bangbass gemacht hier, Mann. Das ist kein Bangbass. Warum sind da weiße Flecken drauf, Digga? Es ist kein Bangbass, okay? Mach die erste Folge nicht kaputt, es ist kein Bangbass. So, können wir bitte los, Mann? Also, ich fange schon mal an. Bruder, willst du das so reinschneiden? Anne, ich schwör's dir, ich schneide das rein. Glaub ich doch scheiße. Sei doch einmal seriös, Bruder. Nee, jetzt, ich weiß. Benimm dich doch einmal so, wie wenn du bei einem anderen Plattform bist, so auf Dings. Jawohl, ja, tamam, aber das ist einfach ein Bangbass. Soll ich irgendwo unterschreiben? Ja, okay, dann ist es eben ein Bangbass. Ich wollte, dass du bequem hast. Kennst du diese Unterschriften bei Bangbass? Ich weiß. Kenn ich nicht, ich guck keine Pornos. Okay, normalerweise sollte dieses Format in Istanbul beginnen, aber wir fangen in Holland an, weil Mert derzeit in Holland. Und wohnst du hier derzeit, Digga? Oder was machst du hier? Ja, ich bin einfach, Digga. Okay, ich habe ein Visum für Deutschland bekommen, so versuche ich über Holland reinzukommen, aber... Können wir Klima hinten ausmachen? Bro, ich habe dir die Fragen extra nicht gezeigt. Normalerweise wollte ich das so machen, ja, wäre Müll dann. Ja, wäre Müll gewesen, ja, sowieso. Ja, so lieber schon dann. Ich hoffe aber, dass du ehrlich auf diese Fragen antworten wirst und nicht auf den... Na, mach mal nächste Frage. Ja, es die Fragen, auf die ich nicht ehrlich antworte, die werden die ja eh nicht sehen, die schneiden wir raus. Nein, die bleiben drinnen. Ich brauche die Clickbaits, Bro. Die erste Frage ist auch ein bisschen klassisch. Wie geht's dir generell, Bruder? Wie geht's dir derzeit? Aktuell? Wie geht's dir? Erzähl. Was macht das Leben? Mir geht's gut. Außer Heuschnupfen hat mein Leben richtig gefühlt. Heuschnupfen, Bro, ja, habt ihr was mitgebracht? Tabletten. Ich hab dir was mitgebracht, oder? Wie heißen die Dinger? Cetirizin von Hexal, aber. Bitteschön. Meine Mutter hat auch Heuschnupfen. Hallo, ich glaube, die hat die Dinger. Guck mal, wollt drei mitnehmen. Ja, bitteschön, aber was soll ich damit, Bruder? Ich hab doch keine Heuschnupfen. Willst du das direkt jetzt nehmen, oder? Ich hab ja auch Wasser. Nee, Digga, das macht müde. Ach, ehrlich? Wenn ich das nehme, schleife ich ein. Okay. Oder wieso impfst du dich nicht dagegen? Oder einmal spritzen fertig. Ja, Bro. Und dann ist RFID-Chip in deinem Arsch, haben wir ja, warum willst du wissen, was die reinspritzen, Digga? Du kannst doch nicht jede Kacke Dings. Okay, wir fangen jetzt schon mit Verschwörungstheorien an. Nein, aber so, ich habe Angst vor Impfungen, Digga. Ich habe jetzt nicht Angst vor Spritzen, aber woher soll ich wissen, was er mir da reinspritzt? Okay. Ich kann auch nicht wissen, was hier drin ist, aber keine Ahnung, das ist harmloser als so eine Impfung, weil man sagt ja, Impfung dauert 10 Jahre. Bruder, was ist das für eine krasse Motherfucker-Impfung, die 10 Jahre in deinem Körper bleibt einmal da rein. Und sonst, Familie geht's aber gut? Wie geht's deinem Vater? Familie geht's auch, Alhamdulillah. Mein Vater geht's auch gut, der hat nur Langeweile, das ist das Problem. Ich sehe ihn, Bruder, jedes Mal WhatsApp-Status, ja, er fährt durch ganz Deutschland. 20 Kilometer. Bruder, jeden also, Tag. Ich sag dir safe, ich werde safe mit 30 Sternen, während dein Vater immer noch Fahrrad fährt. Jo, was laberst du da? Ich glaube, jeder Jugendliche in Deutschland wird so ungefähr bei 20 sterben. Bruder, plus keiner hat eine Chance gegen deinen Vater, was Kondition angeht. Der Mann ist verrückt. Gut, die Frage haben wir dann hinter uns. Moralische Frage ist jetzt durch. Dir geht's gut, freut mich, Bruder. Heuschnupfen. Ich habe gar nicht gesagt, dass es mir gut geht. Doch, du hast gesagt, außer Heuschnupfen geht's mir gut. Okay, wie geht's dir denn dann? Mir geht's nicht gut. Okay, hast du Pech gehabt. Guck mal, hier kein Wasser oder so. Ja, hier, ich hab eine Cola Zero für dich. Ja, danke. Boah, das sind die besten. Hast du die aus Holland? Die hab ich aus Holland, mein Freund. Ja, lecker. Super, ne? Jetzt beste, tick, tick, tick. Du trinkst aus, bleibt nichts übrig. Ich trinke kein Cola mehr für mich übrig, aber egal, ich trinke einfach Wasser. So. Ach so, nebenbei nur so, ne? Ich schwöre auf alles, du kannst mir sagen, was du willst, wegen Saskia wird mir immer übel. Kommt drauf an, welches Saskia du trinkst. Ach, lass dich. Mann, jeder, der sagt, Wasser hat keinen Geschmack, hat keine Ahnung. Kennst du das? Ja, Wasser hat eh Geschmack. Bruder, die in Berlin trinken aus Kran. Einfach aus Kran, die juckt das nicht. Die denken sich Geld verschwendet. Vitell, größte Müll. Müll. Heftigste Shit ist überhaupt Volvic. Das kommt. Mag ich gar nicht. Junge, Star Blue aus Holland und Saskia Kirke. Die haben in der Werbung gesagt, das kommt aus dem Vulkan, das Wasser. Ist mir scheißegal, es schmeckt nicht. Ich habe mir die Frage direkt am Anfang gepickt, damit das auch direkt catcht, weil es ist eine Frage, Bruder, die wurde mir sehr oft gestellt. Damit. Jeder will das einfach wissen. Es ist wie es ist, Bro. Hattest du was mit Shirin David oder würdest du gerne? Nein. Hattest du nichts mit Shirin? Ich hatte nichts mit dir. Ich hatte auch gar nicht die. Also ich war auch die gar Absicht, nicht, Klassiker ja. Antwort, bla bla bla. Ich schwör bei Gott. Ich weiß nicht, Digga. Also, es kann doch nicht sein, dass du in jedem Video, in jedem Interview das beantwortest und dass die Leute immer noch nicht genug haben. Dann scheiß mal da drauf. Du hast nichts mit dir. Okay, was findest du jetzt von ihrer Entwicklung? Wie das alles jetzt gekommen ist? Seitdem. Also, keine Ahnung, für mich
Sie hat sich optisch für mich, okay, finde ich, ins Negative verändert. Okay. Ich fand sie damals hübscher. Jetzt, damals war sie. Wie gesagt, das soll auch kein Angriff sein oder so, ne? Ah, ne. Das ist Geschmackssache. Ich fand sie auch. Kann jeder sehen, wie er will. Ja, ne, ich sag ja nichts Schlimmes. Ja. Nee. Nur aber, ich hatte da erstens nie Absichten. Wir waren ja wir waren geschäftlich gut miteinander. So, es ist ja kein Geheimnis, dass wir auch zusammen Geschäfte gemacht haben. Also in dem Sinne YouTube-Videos gedreht. Das ist ja, für mich ist das ein Geschäft. So, weißt du, ich mache ein Video, sie macht ein Video, wir beide verdienen Geld. Aber wir haben das nicht gemacht, um es, also wir waren nicht zusammen, um Geschäfte zu machen, sondern wir haben uns einfach komplett verstanden. Oder dieses Geschäft hat auch nicht lange gehalten. Ihr habt zwei Videos gemacht, dann war das Ganze auch schon wieder durch. Ja, ein Video haben wir am nächsten Tag. Aber ey, lass mich mal kurz überlegen. Bruder, als ihr das erste Video gemacht habt, wie viele Abos hattest du da? Kannst du dich noch dran erinnern? Aber ich weiß, dass am nächsten Tag irgendwie oder eine Woche später 100.000 Stück dazu kamen, oder? Das Bruder, ging die 100.000 kamen nach dem Statement. Das Video mit Shirin war doch nicht mal einen Tag online. Stimmt. Wir hatten keine 24 Stunden. Dann diese das war auch die Zeit, wo du auch in Dortmund gelebt hattest, Bruder. In Dortmund waren wir unterwegs. Ja. Was hältst du von ihrer Musik, Bro? Würdest du mit ihr Musik machen? Also guck mal, ich sag dir ganz ehrlich. Eine optische haben wir jetzt dahingestellt, egal. Musik. Ihre Musik hat sich zum sehr guten verändert. Okay. Jetzt das letzte wieder, was raus, da fand ich ein bisschen zu viel. Ich habe kein Wort verstanden. Okay. Das ist diese Wörter, die du auch benutzt. Cringe, Minch, Trigger und so. Trigger und ja. So. Ich finde auch, dass sie es ganz gut macht, Bruder. Sie macht es ganz gut. Ich glaube, die hat auch ein gutes Team. Deswegen, dann haben wir die Frage mit Shirin geklärt. Liebe Grüße an Shirin an der Stelle. Wo siehst du dich in 10 Jahren, Bro? Realistisch. Digga, kennst du das nicht? Junge, wie lange machen wir YouTube? 6 Jahre. 5 Jahre, 6, 5? Vor 6 Jahren hätte dir jemand gesagt, wo siehst du dich in 6 Jahren? Hättest du antworten können, dass du hier dich siehst? Nein, auf keinen Fall. Weil du dachtest, nach 2 Jahren mache ich Schluss, ne? Ja. 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 Und ich denke auch, nach 2 Jahren mache ich Schluss. Ja. Aber am und nach allem, die Jahre gehen so schnell, Digga. Naja, Bruder, wir müssen die Frage ja nicht auf YouTube beziehen, generell auf das Leben. Wo siehst du dich? Nein, die Zeit vergeht so schnell, dass ich in 10 Jahren, ich weiß ganz genau, in 10 Jahren könnten wir genau wieder hier sitzen und noch ein Video drehen. Theoretisch schon, ja. So, weil ich kann mir gar nichts, so, keine Ahnung, so richtig komisch, so nichts vorstellen. Heiratenmäßig, Bruder? Ja, heiraten ist mein Wunsch, ne? Hast du eigentlich inzwischen eine Freundin? Nein, ich bin noch nicht auf der Suche danach. Ich gucke einfach, wenn es kommt. So, wenn es kommt, dann werde ich aber auch gar nicht zögern, dann werde ich direkt heiraten. Wirst du das dann aber den Leuten sagen? Oder wirst du das für dich behalten, damit das so geschäftlich noch... Weißt du, ich meine, ich kann das auch, Bruder. Ich habe ein Bild gepostet damals, wo ich auch in Türkei war. Hast du die Blogs gesehen von mir? Das hat doch keiner ernst genommen, Bruder. Was denn? Haben viele ernst genommen, Bro. Digga, ich habe das 100% ernst genommen. Bro, ich poste das Bild mit dir, ich habe einfach 2, 3, 4.000 Follower verloren. Einfach so. Weißt ich meine? Einfach so. Die schreiben mich, beleidigen mich und so, mit denen ich geschrieben habe. Weißt ich meine? Und deswegen meine Frage, Bruder, wenn du dann irgendwann eine Freundin oder eine Frau haben würdest, würdest du das öffentlich sagen oder würdest du es für dich behalten? Ich finde das so eine Sache, die juckt die Öffentlichkeit nicht. Ich bin... Wichtig? Sorry. Alles gut. Zum Beispiel, es kommt drauf an. Also ich bin auf jeden Fall nicht derjenige, der meine Frau in der Öffentlichkeit zeigt. Das ist für mich ein komplettes No-Go. Ich würde das niemals machen. Und deshalb würde ich auch nicht sagen, dass ich eine Frau habe. Weißt du, was ich meine? Ja. Damit die Leute gar nicht irgendwie denken, weil das juckt die eigentlich auch gar nicht. Deswegen, Bruder, ich fand's ob ich auch Kinder habe oder nicht, das juckt auch gar keinen. Aber ich finde, Kinder zum Beispiel... Meinungen verändern sich. Tut mir leid, dass ich unterbreche. Aber Meinungen verändern sich. Jeder redet so. Ich habe das ja auch verfolgt. Und dann auf einmal zeigen, Kinder, posten das. Nee, Kinder kann man posten. Ich find's auch voll lächerlich, Leute, die Angst haben, ihr Kind zu posten, das Kind wird doch eh nicht so aussehen, weißt du später? Mhm. Bruder, wenn ich jetzt ein neugeborenes Kind habe, wie sieht dieses Kind aus? Ja. Wie jedes andere Kind. Jedes andere Baby. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, na, jedes Kind sieht gleich aus. Also dieses, ich meine Baby. Ja, ja. Nicht so. Babyborn. So richtig Kind. So nicht mal ein Jahr alt. Ja, was soll ich sein Gesicht sehen? Sieht eh aus wie jedes andere. Und dieses Kind kann mir eh keiner wegnehmen, weil ich bin 24/7 mit diesem Kind in der Zeit, weißt du? Okay. So, aber Frau würde ich immer geheim halten, so wie ich auch bis heute meine Familie geheim gehalten habe. Weil in Familie wirklich, Leute, das ist ja wirklich, was ich mache, ist mein Geschäft. Und dieses Geschäft, Bruder, wenn du nur einen Fehler machst,
Wenn du nur einen Fehler machst, kannst du diesen Fehler nie wieder gut machen. Das ist, weil wir leben im Internet und im Internet kannst du nichts mehr löschen, Digga. Das ist für immer da. Wenn die Leute einmal was gesehen haben von dir, was du früher, was du später wieder löschen willst, kannst du vergessen. Geht nicht. Deswegen lieber von Anfang an strikte Regeln, Familie. Und also wirklich, wenn ihr was veröffentlicht, dann zeig mir mal 10 Mal. Digga, ich habe bis heute habe ich 4 Autos gekauft, die ich im Öffentlichen gezeigt habe. Erst bei dem Auto, was ich mir jetzt gekauft habe, habe ich gecheckt, Bruder, nein. Ich scheiße auch auf die Folierungskooperation mit dem Partner. Ich werde nicht mehr ob ich das umsonst kriege oder nur nicht. Nur noch machen und nicht mehr zeigen. Genau. Ich habe denen gesagt, ich zahle, aber ich will nicht, dass ihr das öffentlich macht. Weil, Bruder, ich will einfach nicht, dass mein Auto in die Öffentlichkeit kommt. Ich dachte immer, ach, was soll passieren? Bruder, nervt einfach. Ja. Jetzt, Digga, mit dem Auto. Helle, mit meiner Farbe, sorry, wenn ich unterbreche. Helle, mit meiner Farbe, Bruder. Das hier, ich habe reingeschissen. Was Farbe angeht, habe ich reingeschissen. Ich habe es dir besser vorgestellt. Aber Bro, jetzt werde ich noch mehr erkannt und es triggert noch mehr beim Autofahren. Ja. Es nervt. Ich habe nur einmal Props bekommen von einer Frau auf Autobahn. Die haben mich ganz sogar rechts gezogen. Hat immer so, ey, schöne Farbe und sie so, ja, nein? Und dann ist sie weitergefahren, Digga. So, auf jeden Fall so. Ja, bei dem Autothema, was die Autoveröffentlichung des Autos angeht, musste ich erstmal sogar 4-mal in Kacke fallen, damit ich gecheckt habe, Digga, scheiß mal auf die Kooperation mit der Folierung jetzt. Zeig dein Auto einfach nicht. Fertig aus. Dann hast du deine Ruhe. Ach, Bruder, das wird dir auch nichts bringen. Bruder, auch später machen Leute Storys, erzählen weiter. Glaub mir, Leute machen auch. Das geht so schnell. Helle, du willst jetzt in die Hauptstadt auch gehen wahrscheinlich wieder. Siehst du ja in die Hauptstadt. Ich habe gesehen, deine Folge, hast du gesagt, du hast Haus gekauft. Ja, einen. Stimmt, so. Das kommt auch dazu raus. Bruder, Bruder, das Problem ist, Helle, in Berlin, Kanaken, Fullstadt. Full. Du wirst sowieso erkannt, die Leute werden dich sowieso mitbekommen. Weißt du, ich muss aufpassen, Bruder. Damit ich aber noch eine Sache hier abschließen kann, Mert hat auch gerade gesagt gehabt, so, ich würde meine Frau nicht zeigen, tak. Deswegen fand ich auch so witzig, dass meine Videos so viele Aufrufe bekommen haben und dass sie das auch ernst genommen haben. Als ob ich meine Frau, wo die sich ein bisschen zum Beispiel offener zeigt und so weiter, zeige. Das war einfach so lustige Blogs, die ich gemacht habe und gut ist. Weißt du, ich meine, deswegen. Aber du hast es nicht ernst gemeint, ne? Nein, Bro. Aber die haben das ernst gemeint. Bruder, guck mal, ich habe mich gut mit dir verstanden. Ja, also, so, das die Blogs waren unterhaltsam. Und dann, Bruder, aber es hat doch eh keinen Sinn. Hat keinen Sinn. Ey, jetzt fängt Heuschnupfen an. Ihr habt ja Taschentücher. Oh no, Alter. Was passiert dann? Wird dir dann schlecht? Nee, kann sein, dass ich so einen Niesenanfall kriege. Und Alhamdulillah, ich habe gar keine, wie heißt das? Allergien, null. Schockschüttel. Doch, du hast bestimmt irgendwas. Jeder Mensch hat gegen irgendwas, ja. Meinst du? Hast du den Katzen oder so Hunde? Nee, gar nicht. Bruder, die peinlichste Situation mit Fans. Eine peinliche Situation, mit Fans. Nee. Ja, Spielothek. Dass die mich in der Spielothek erwischt haben. Ja, was heißt? Okay. Erzähl mal die Situation, wie war das bei dir? Ja, nix so, man geht spielen. Dann oute ich so mich damals. Auch ich oute mich auch gleich dann. Guck mal, ja. Dass ich Spielothek gegangen bin, das ist schon wirklich sehr lange her, ne? Aber vor 2-3 Jahren oder so. Weißt du, der gute alte Spielothekengänger, ne? Manchmal sind wir auch zusammengegangen, oder? Ja, hör auf zu lügen, wir sind jeden Tag zusammen. Einmal das alles. Hör auf zu lügen, ich schwöre. So ein Scheiß, ich hab mich schon Bastard, wenn. Hör doch auf, ich bin nicht jeden Tag gegangen! Bin ich nicht! Er lügt! Du hast sogar Online-Casino gespielt. Was? Hab ich gar nicht! Er labert Scheiße. Wallah, ich hab kein Online-Casino gespielt. Wie lange ist das her, dass du erwischt wurdest? Bruder, locker 3-4 Jahre her so. Okay, was hat er gesagt als erstes? So, hey, Matt, was geht, oder? Lass Foto machen. Eh unangenehm, in Spielothek haben wir da Räume, er will Foto machen. Der war Bus so, ja, ich hab Matt in Spielothek. Ja, so, Ehrenmann, wann kommt was mit Fido, Bruder? Ich wusste, bis Maus eine Story gepostet hat, nicht, dass ihr miteinander connected wart. Dass ihr aus derselben Stadt kommt. Ich wusste es nicht. Ich sehe einfach Maus mit Fido in der Story. Ich frag zu Maus, ey, was geht da ab? Ihr kommt aus derselben Stadt, Bro. Deswegen. Klär die Leute auf, Bro. Feierst du, Fido? Bruder, ich sag dir ehrlich, am Anfang, wo dieser Hype kam mit Instagram-Rap-Videos, wo die so alle kamen, dies, das, hab ich's nicht so, Dings, aber Bro, mittlerweile hat er sich etabliert. Es ist nicht schlecht. Und ich sag dir ehrlich, Bro, egal wie man es auch finden würde, ich würde mit ihm was machen. Ihr kommt beide aus derselben Stadt, ihr müsst beide was machen, Bro. Ja, das muss. Jetzt erzähl mal die Vergangenheit. Kennt ihr euch? Wie kann man ausgehen mit dem Chill, aber irgendwie sieht man euch nicht zusammen, Bro. Ja, erstens, weil ich ja gar nicht mehr so auf dem Piemont bin. Ja. Und wenn ich da hinkomme, meine Jungs, mit denen ich chill, du kennst ja meine Leute, ja. Die sind ja viel ältere, ist eine viel ältere Generation. Wie alt ist er denn? Bruder, zwischen mir und ihm sind vielleicht zwei, drei Jahre Unterschied. Okay, okay. Aber ich war schon immer der mit 10 Jahre älteren gechillt hat, so okay. Weißt du? Okay. Guck mal, Ferdi zum Beispiel. Ja. Ist jetzt nicht 10 Jahre älter, ja. Aber Ferdi Rittmann. Egal in welcher Stadt, ich habe immer ältere Freunde als ich.
Und Fellow chillt einfach mit den Jüngeren, mit denen ich so nie was zu tun hatte. So, man kennt sich natürlich, aber das sind so die kleinen Brüder von meinen Freunden. Okay. Zum Beispiel der kleine Bruder von iTouch. Kennst du iTouch? Natürlich. Ja. Der kleine Bruder von iTouch chillt mit Fellow zum Beispiel. Okay. Maus ist so der einzige in Pyrmont in meinem Alter, mit dem ich. Ja. Achso, und da gibt's auch Ali und so, du weißt doch. Ja, ja, normal. Aber zum Beispiel, ja, Fellow, Ali Baraka kennst du ja auch. Ja, klar. Isa Musa kennst du? Ja, klar, klar. Ja, Fellow chillt zum Beispiel mit Isa Musa und ich mit Ali. Weißt du, er chillt so immer mit den kleineren Brüdern, klar, mit denen. Ich war auch so oft bei euch. Den Pyrmont habt ihr nie mitbekommen. Egal, gut. Ja, Bruder, weil er ist ja nicht in diesem Freundeskreis. Okay, okay. Also, ja, alle beide und so, mit denen haben wir auch gechillt, Bro. Bruder, Tamam, okay, aber ja. Ich sag ja nur, die mit, in meinem Freundeskreis, ja. Er chillt dann gleichzeitig mit den kleineren Brüdern, so, weißt du? Okay, ich verstehe. Deswegen so, ja, ne. Gut, Tamam, dann frage ich was anderes. Sorry, ich muss das hier oben jucken, deswegen mache ich. Ja, ne, verstehen nur Leute, die Heuschnupfen haben. Auf oder jeden Fall, Bro, du hast aber den Hype wahrscheinlich auch um ihn mitbekommen, oder? Wo er dann angefangen hat mit den Insta-Videos und so. Sag mal, was hältst du denn von seiner Musik, auf ehrlich Basis? Weil ich meine, Bruder, erzähl. Ich bin, ja, seine Musik ist gut, die er macht. Okay. Ich bin jetzt kein Fan von ihm, dass ich 24 Stunden seine Musik gebe, aber immer wenn was Neues kommt... Gibst du dir auf jeden Fall. Ja, sowieso allgemein am Freitag gebe ich mir alles, was kommt. Oder es ist schon so viel geworden. Ja, Bro, aber wirklich... Es ist schon überstrapaziert. Oder sehr, sehr selten, dass ich einen Deutschrap-Song so pumpe so richtig im Auto. Okay. Einfach so... Ich weiß nicht, wenn ich etwas pumpe... Mhm. Es ist schon so selten, dass ich es dann auch poste, egal welcher Rapper das ist. Mhm. Weißt du so, zum Beispiel Haftbefehl. Ich habe mit Haftbefehl zum Beispiel nichts zu tun. Er macht ein richtig geiles Lied, ich pumpe einfach und poste. Bruder, versteh mir nicht falsch, ne? Versteh mir nicht falsch. Mittlerweile ist dieses Rap-Geschäft auch zur Politik geworden. Jeder zieht sich in die Storys rein und wenn man da mal jemanden nicht postet, heißt das, sind die nicht mehr. Ich habe keinen Bock drauf, Bruder. Ach nein, ja, das zum Beispiel, ist so, ich poste dich, warum poste dich, warum? Dann poste ich lieber gar nicht, ja, an, nee, es bockt sich nicht. Nee. Weil ich meine, es ist sehr kompliziert geworden. Ach Junge, Rap ist nur noch Geld machen, ich schwöre. Unangenehm. Bruder, es ist unangenehm, wenn ich freitags. Ich schäme mich schon so sehr aufs Zeug zu drücken, weil ich weiß, da werden jetzt 10 Rap-Videos kommen am Anakim und dann heißt, du hast mein Zeug, warum postest du nicht? Cringe, man sollte aus dem Herzen posten, wenn man jemanden mag und gut ist. Man muss mehr die Musik tolerieren. Es ist so ein Übergeschäft geworden, Bruder. Jeder wird auf einmal Rapper. Aber früher wollte jeder YouTuber werden, jetzt jeder Rapper, Bro. Ja, warum? An der Stelle, ich habe letzte Woche ein Video bei Instagram Rapper gemacht, wurde direkt gesperrt, Digga. Hanni, die posten Rap-Videos, Bro. Die posten Rap-Videos. Ich reagiere drauf, das Video macht 150.000 Aufrufe und dann mailen die das. Hanni, warum postest du denn überhaupt Musik, wenn du nicht willst, dass du Reichweite kriegst? Nee, nee. Cringe, Bruder. Du hast ja Z gesigned, den ich auch jetzt. Wann hab ich ihn? Ich hab ihn einmal gesehen, wo ich einmal bei euch war. Vor einem Tag habe ich bei euch gepennt gehabt. Ich hab ihn einmal, Z hab ich einmal gesehen. Warum hast du gepennt? Da hast du gesehen? Ja, wo Muko und so, wo ihr da produziert hattet. Ich hatte einen Tag bei euch geschlafen und Z ist auch einmal kurz vorbeigekommen. Ganz kurz nur Handshake, nichts was, mehr war das nicht. Oh Junge, in Berlin meinst du? Ich hab bei mir zu Hause. Nein, bei euch in Berlin, Bruder. Einen Tag hab ich ihn gesehen. Yeah. Und mich würde jetzt auch interessieren, willst du noch andere Leute sein oder willst du ihn erstmal hardcore aufbauen? Nein, erstmal hardcore aufbauen. Hardcore sein Vater aufbauen, wie du mich aufgebaut hast, oder willst du ihn hardcore sein Vater hardcore aufbauen und dann aufbauen? Sein? Nein, hardcore aufbauen, dass er sein. Das er sein. Ja, so aufbauen. Richtig. Okay. Nein, Digga, er muss erstmal Vater von aufgebaut werden, Digga. Der muss so richtig, so blaue Haken mit 10 Alten. Ja, ich hab immer noch keinen blauen Haken. Geil. Ja, du machst, schreib Güler ja mal darüber, erklärt dir ja mal darüber. Ich versuche ganz Türkei, Dings. Du musst Zeitung rechnen. Es kostet 12.800 Teller. Mach ein Musik. Es kostet 12.800 Dollar. Glaub mir, bring eine Single raus. Einfach damit du bei iTunes ein Lied hast und dann kriegst du Behörden. Nee, so möchte ich das nicht. Außer du signst mich, dann mach ich das gerne. Signst mich. Bruder, das. Ich hab schon ein Beşiktaş. Jetzt noch einen zweiten, Digga, dann wird das. Ich brauch ein Galapagos. Ja, dann fick dich doch! Fick dich doch! Ab wann hast du dich abgehoben gefühlt und warum? Wo ich meine Rolex hatte. Und wegen der Rolex. Gut, dann können wir uns ja einigen. Ja. Ich hab mich mit der Uhr auch wie ein Übermensch gefühlt. Hast du Herr der Ringe geguckt? Nein. Herr der Ringe, guck mal, ich erkläre das. In Herr der Ringe, der Ring macht ein Böse immer den anderen. Nee. So, und so habe ich mich gefühlt, als ich die Uhr hatte. Bruder, Mann, du wirst automatisch zu einem Bastard. Digga, guck mal. Aber ich werde mir trotzdem eine Uhr kaufen, irgendwann. Safe! Ja, normal. Ich fühle mich nackt ohne Uhr. Aber sie macht einen böse, Digga. Sie macht einen böse, du fühlst dich besser. Ach, du gehst in Tankstelle rein, Bruder, die gucken auf deine Uhr. Du wirst anders behandelt, das ist mir aufgefallen. Es gibt zwei Arten von anders behandelt werden. Einmal, wenn man berühmt ist und einmal, wenn die Leute sehen, du hast was. Oder? Weißt du, mein? Oder du achtest auf deinen Glauben und praktizierst. Bist einfach. Bist du irgendwo in eine Moschee, so mit beten gehen? Bist einfach im Frieden, Digga. Weißt du warum? Weil du checkst, Geld hat keinen Wert. Auch wichtiges Thema, Digga. Geld hat aber keinen Wert. Die Uhr hat keinen Wert. Die Uhr hat keinen Wert. Bitte wird gestartet. Siri. Ja. Hast du verstanden, Siri? Die Uhr hat keinen Wert. Münix Swissbusters, ich möchte, dass ihr ab jetzt jede Uhr als Fake postet, weil jede Uhr ist... Oh mein Gott, Bro, ey, ich hab mich, guck mal,
guck mal, ich habe mich so geschämt, als ich gesehen habe, wie viele Rapper mit Fake-Rolex umgepusht haben. Guck mal, warte. Aber warte, hör zu, hör zu. Nein. Also, Bruder, man sieht doch immer von anderen Leuten, wenn sie was posten, und dann wird man irgendwo eifersüchtig, wenn man sich denkt, boah, alle sind berühmt, ich brauch das auch. Dann habe ich mir auch gekauft, dies, das. Und am Ende kommt raus, jeden seine Uhr fake, Bro. Ich kam mir vor, als ob ich der Einzige war, der eine echte Rolex hatte. Ja, du bist die Idioten, die die echt kaufen. Wallah, Bro. Und dann, um sich selber zu schützen, posten die Leute, wenn ihr eine gute Fake-Rolex haben wollt, dann sagt mir Bescheid. Digga, cringe. Aber wenn man auch so überlegt, halt, die Leute kommen neu an den Start, wie soll ich denn sowas leisten? Ach, Digga, ich sag dir ganz ehrlich, bei dem einen oder anderen Rapper war mir eh klar so, ja. Dass sie fake ist, das ist ja na klar. Und, aber Bruder, warum wird denn so ein Janet Gamos Rolex? Ich schwöre, Rapper haben Rolex, seine Mutter gefickt. Oder Rolex. Auch wir YouTuber waren schuld. Allgemein, Social Media hat Rolex gefickt. Ja, ist so. Gefickt. Ist so. Das ist wie Gucci geworden, haben wir da. Keiner hat mehr Bock auf Gucci, weil die ganzen Leute Fake kaufen. Und keiner hat mehr Bock auf Rolex, weil jeder Fake, das Müll. Ja, meine Uhr war auch, diese blaue haben auch so viele Fake angehabt. Mann, Müll. Maus hat die Uhr Fake. Ah, okay. 1:1, sieht richtig brutal aus. Aber Wallah, warum? Ja, ne, guck mal. Es ist ja klar, dass ein, Digga, die Rapper haben mittlerweile so viele Uhren, aber wo man sich denkt, Junge, du machst, so wenig Streams, wie holst du dir so viele Uhren? Ja, ne, ich denke mal immer so, vielleicht kriminelle Machenschaften noch im Hintergrund, Geldwaschen oder ist das, kriminelle aber Machenschaften, tamam, aber, ja, ne, du holst dir doch keine 20 Rolex und nicht mal ein Auto. Ja, da musst du irgendwo ein Ausgleich sein. Du hast einen Führerschein, hast nicht ein Auto, aber 30 Rolex. Dann hol dir doch wenigstens ein Auto und 5 Rolex. Oder ich kenne Leute, die haben kein Geld. Oder ein Haus, haben wir da rein. Oder ich kenne Leute, die haben kein Geld, die finanzieren sich einen Balenciaga-Schuh. Die finanzieren sich einen Balenciaga-Schuh. Die finanzieren sich einen Balenciaga-Schuh. Ein Kollege von mir. Ja, ich wollte gerade. Ich sag jetzt einem Baddisch, Digga. Ich fick dich, Bruder. Wie kann man sich einen Balenciaga-Schuh finanzieren, Bro? Der Schuh kostet 1000 Euro, er zahlt jemand Fufi für den Schuh. Ich kam nicht auf mein Leben klar, Bruder, als ich das gehört habe. Ja. Hanne, wenn du es hast, muss man all. Bau dir erstmal was auf, dies, das, danach mach. Guck, ich hab die Uhren verkauft, Bruder, hab meine Marke rausgebracht, hab das Geld investiert und gib ihm. Ja, Bombe. Gut gemacht, Digga, Glück gehabt. Ich hab meine Uhr verkauft und einen Friseurladen aufgemacht. Auch gut. Ja. Auch gut. Ja, ne, ich hatte einen Friseurladen an meinem Armgelenk. Handgelenk sozusagen. Ja. Behindert, Junge, behindert. Auto auch Müll, behindert. Aber so, ja, ne. Tamam, man soll jetzt auch nicht alles sagen. Nee, Mann, nee, guck mal, nee, wenn man nee, sich genug Geld erarbeitet hat, kann man sich auch was gönnen. Bruder, ja, aber gönnen man darf nicht sofort. Bruder, aber Rolex ist mittlerweile nicht gönn geworden, weil warum haben die ganzen Bastarde vorher keine Rolex gekauft? Warum holt ihr jetzt auf einmal? Weil die sehen, jeder Rapper hat Rolex. Du Schwanz, hol doch vorher. Warum hast du nicht vorher Rolex geholt? Und damit ist das Rolex-Thema zu. Okay, Leute, wir machen einen kurzen Stopp. Im Auto wurde es zu warm. Wir holen uns jetzt ein Eis. Bruder, Junge. Was denkst du? Junge, hier ist der wahre Shit, Junge. Hier ist der wahre Shit, Junge. Was ist das denn? Glaub mir, Junge, das ist der wahre Shit, Digga. Sieht ungesund aus, Digga. Bruder, was laberst du? Fristy, Digga. Dieses Getränk ist pink, das kann nur gesund sein. Es ist cringe, dass man mich mit Air Force One sieht. Er hat direkt gefickt an meiner Rollen. Er hat direkt gefickt. Starkes Auto. Oh. So, und das Stopp ist zu Ende. Ich probiere jetzt dieses Getränk Fristy. Ich bin gespannt, Digga. Schmeckt auf jeden Fall Baba, Digga. Lecker. Hast du schon mal so viel Geld auf einmal verdient, dass du dich schlecht gefühlt hast? Nein, auf jeden Fall nicht. Als du deinen Vertrag unterschrieben hast mit 1,5 Millionen Euro, hast du dich schlecht gefühlt? Warum soll ich mich da schlecht fühlen, Digga? Ich weiß nicht. Kann ja sein. Ich hab mich da richtig Alhamdulillah gefühlt. Und Bruderherz, du fühlst dich ja automatisch schlecht, wenn du das Gefühl hast, du hast das nicht verdient. Oder wenn du das Gefühl hast, du brauchst Scheiße oder so. Weißt du damit? Okay. Aber ich weiß ja erstens, was ich dafür getan habe. Und zweitens, ich weiß, was ich damit machen werde. Oder weißt du, wann ich mich mal schlecht gefühlt habe? Ja, sag wo ich mich die Rolex gekauft habe. Das, jetzt kommen wir wieder zurück. Das Rolex-Thema ist eigentlich durch. Ja, aber ich meine nur, weil du sagst, hast du dich schlecht gefühlt. Ja. Du kannst dich schlecht fühlen, wenn du etwas machst, was du nicht bist. Wenn du etwas, wenn du, keine Ahnung, manche leben ja ihren Film voll auf Lifestyle. Mhm. Aber diese Leute werden irgendwann Geldprobleme, wenn die Geldprobleme kriegen, werden die sich irgendwann schlecht fühlen, weil die sagen, oh Mann, was habe ich mit meinem Geld gemacht? Bruder, ich bin mittlerweile an der Stelle angekommen, dass wenn ich sogar, sage ich mal, jetzt 100.000 kriege, ich hab für mich keine 100.000 bekommen. Ich habe für mich 50.000 bekommen, weil ich weiß, 50.000 muss ich für die Steuern einfach nur auf der Bank lassen. Ja, das sowieso, Ja, ne, so rechnest du schon mit deinem Kopf. Ja. Bruder, ich habe jetzt ein Haus gekauft, denkst du, ich bin zufrieden? Bruder, eigentlich musst du zufrieden. Ja,
Aber Bruder, du hast etwas, was sehr wichtig ist. Sehr wichtig im Sinne von, okay, Bruno Ödedim, hast du es auch komplett abbezahlt oder hast du mit Kredit gemacht, wenn ich fragen darf? Natürlich mit Kredit, denkst du, ich hole mir ein Haus. Kann das sein. Gibt Leute, die das so machen, Bruder? Nein, Digga. Gibt's nicht? Ja, schwer, dass... Bruder, guck mal, ich sag dir was, die reichsten Menschen, sogar der reichste Mensch würde das nicht machen. Okay. Würde das nicht machen, weil... Du brauchst immer Geld zum Arbeiten. Du darfst niemals dein ganzes Vermögen in eine Sache stecken. Das ist immer falsch. Okay. Du musst immer versuchen, am besten, weißt du, wann du am besten lebst, wenn du mit 10% deines Gehalts arbeitest. Ja. Natürlich ist das schwer, wenn man 1000 verdient und 100 beiseite hat. Ja. Aber Bruderherz, ich sag ja nicht, dass du direkt mit deinem ersten Lohn arbeiten sollst. Nein, du sparst jahrelang. Das Ersparte, was du hast von diesen 10%, kannst du dann auch verlieren. Weißt du, was ich meine? Ob du das investierst oder woanders reinsteckst, du hast im Endeffekt nur 10% verloren oder investiert, weißt du? Da hast du keine Angst. Deshalb würde auch niemals ein Geschäftsmann, der größte Geschäftsmann, würde niemals sein ganzes Kapital in eine Wertanlage stecken oder in irgendwas investieren. Macht man nie. Auf jeden Fall zu der Sache, Bruder, warum ich mich nicht sicher fühle mit der Immobilie ist, weil alles passieren kann, Bruder. Deutschland ist so ein komisches Land. Allgemein, jedes Land ist so komisch. Bruder, du hast nie ein Besitz. Das perfekte Beispiel ist Corona. Bruder, Corona? Ja. Bruder, von einem auf den anderen Tag? Ja, Friseurladen, unser Friseurladen. Weißt du, wie ist das? Alles! Alles! Alles gefickt! Alles gefickt! Wirtschaft. Leute, die arbeiten gehen. Tot! Leute, es gibt denkt nie, ihr seid auf der sicheren Seite. Einzige Garantie in deinem Leben ist, weißt du, was Garantie ist? Der Tod, Bruder. Ja. Und ich schwöre auf Koran sogar, ihr werdet alle sterben. Ach was? Ja, aber die Leute denken, die sterben nicht. Also was heißt, jeder Mensch weiß natürlich, dass er nicht stirbt, aber kein Mensch denkt daran, dass er stirbt. Jetzt einen Unfall machen, sind direkt Bruder, ich schwöre auf meine Mutter, du, der mir zukommt, du wirst sterben. Du wirst irgendwann sterben. Jetzt hast du was dazugelernt. Du wirst sterben, du Arschloch. Nein, denk mal daran. Weißt du, wie oft ich mittlerweile an den Tod denke? Und ich schwöre dir, ob du mir glaubst oder nicht. Immer nachts, Digga. Ich habe, nee, auch so allgemein. Bruder, seitdem ich ein bisschen mehr praktiziere, also meinem Glauben nachgehe und seitdem ich so auch besser lebe, Bruder, ich schwöre dir, Gott gibt mir mehr. Das ist unglaublich. Und das stimmt einfach. Wenn du im Islam sagt man ja, wenn du was für den Islam tust oder so, dass du dafür auch belohnt wirst, du wirst, abgesehen von dem inneren Frieden, was unbezahlbar ist, der innere Frieden, also ja, Frieden ist so ein bisschen so sentimental, aber so diese innere Zufriedenheit, dass du jetzt aufstehst und einfach, ich bin glücklich. Bruder, das kannst du dir nicht kaufen, ich schwöre dir. Bist du denn gerade in der Situation, dass du sagst, boah, ich wach auf, mir geht's sehr gut? Ja, aber trotzdem ab und zu noch denke ich mir, oh Mann, warum bete ich nicht? Warum mache ich nicht das und das? Wo ich weiß, okay, würde ich 5-mal am Tag beten? Ich schwöre mir, würde es besser gehen. Und so versuche ich immer gerade ein bisschen immer mehr zu beten. Ich versuche diesen inneren Bastard in mir zu überwinden. Diesen Teufel, der einen ablenkt davon zu beten. Eigentlich sind wir so undankbar, Bro. Alle, ach, sowieso. So undankbar. Aber, ich kann aufstehen, wann ich will. Ich schlafe, wann ich will. Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich. Ich muss noch viele Jahre. Ja, ich finde es ein bisschen salafistisch zu sagen, ey, du musst jetzt mit alles aufhören, du musst doch mal. Nein, Bruder, was ist das? Bruder, egal was du machst, das führt ja alles dazu, dass Gott jemanden dazu bringt, das zu machen. Ja, wenn du langsam machst, dann ist es so dein Schicksal, dass du langsam anfängst. Aber Bruder, ich sag auch nicht den Leuten, dass es nur mit dem Islam so geht. Nein, Leute, die zum Beispiel. Yoga, ne? Ja. Die zum Beispiel Yoga machen. Aber das sind die friedlichsten Menschen überhaupt. Die haben nicht 1% Aggression. Das sind so Leute, wenn die bei FIFA verlieren, die sagen, ja, okay, ich habe verloren. So, das war's für heute, jetzt ich geschlafen. So, weißt du? So, Bruder, glaub mir ja, ne? Jeder muss auf seine eigene Art und Weise, ich weiß nicht, ich kann dazu nicht meditieren sagen, weil das, was ich mit dem Islam mache, ist für mich keine Meditation. Das ist für mich mein Glauben, meine Pflichten als Moslem, die ich machen muss. Aber diese Pflichten, gibt mir im Inneren eine Kraft, die ist unbezahlbar. Das, was ich damit sagen will. Und das, was du mit nichts kaufen kannst. Digga, ich habe jetzt zum Beispiel ein Haus, wo ich sagen könnte, haben, jawohl, Bombe, ich hab's jetzt endlich, so weißt du? Ja. Aber Bruder, was habe ich denn? Was ist, wenn nochmal so eine Corona-Krise kommt? Was ist, wenn Krieg entsteht? Mein Haus wird weggebombt, dann welche Versicherung soll mir mein Haus sein? So weißt du? Du sagst ja, ich Anfang Corona-Zeiten, ich hatte auch so Angst, dass Bürgerkrieg und so ein Scheiß entsteht, Digga. Alle haben es alle gekriegt. Ja, mittlerweile ist das auch schon Schnee von gestern. Deswegen, Bruder, Krieg und sowas. Du hast ja auch ein Video dazu versucht, gemacht. Versucht darauf hinzuarbeiten,
oder versucht euer Leben zu verliert auf jeden Fall nicht den Glauben an Gott. So, das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Sowieso, aber ich meine, versucht euer Leben so zu leben, dass ihr, wenn ihr stirbt, stellt euch mal vor, ihr seid jetzt tot. Und genau an dem Punkt, wo ihr stirbt, seid ihr aber noch lebendig und könnt euch noch so selber fragen, so, hey, was habe ich denn gemacht in meinem Leben? Und dann geht ihr euer ganzes Leben durch. Und dann guckt ihr, was ihr gemacht habt. Versucht so zu leben, dass genau das in diesem Moment, wo ihr euer ganzes Leben, euer ganzes vergangenes Leben anguckt, versucht dann so zu sterben, dass ihr stolz auf dieses vergangene Leben seid. Nicht, dass ihr sagt, Mann, hätte ich das gemacht, hätte ich lieber das gemacht, hätte ich lieber das gemacht. Ja, der versucht so zu sein, dass ihr dann stolz darauf seid. Und das ist jedem sein eigene. Der eine ist stolz darauf, dass er seiner Mutter geholfen hat, der eine ist stolz darauf, dass er sich Gucci gekauft hat. Ja, der so, weißt du, was ich meine? Versucht einfach stolz auf euer Leben zu sein und nicht so nach dem Motto so, ja, ich wollte das eigentlich machen. Nein, wenn du das machen wolltest, dann mach das auch und leb danach. Und so lebe ich gerade. Wichtige Calls, Digga. Wichtige Message, wichtige Calls. Ich habe gesehen, du folgst Dings, Mero. Mero folgt dir auch zurück. Ja, Mann. Was geht da ab, Digga? Feature mit Mero? Feature wäre jetzt ein bisschen dreist von mir. Warum nicht, Mann? Ja, aber... Warum nicht ein Ausländer-Remix, Bro? Warum nicht? Wenn nicht jetzt Van Damme, Bro. Ja, wenn nicht jetzt Van Damme, du sagst es, aber ich habe ja mit Mero nichts zu tun, Digga. Ich bin ja zum Beispiel selber so ein Mensch. Ja. Bruder, wir kommen ja sowieso von dieser Phase noch, wo wir von niemandem was wollen, wo wir nicht... Ich schäme mich auch, so. Leute anzuschauen. Als ich ausverkauft habe, Petra hat mir privat geschrieben. Und das fand ich krass. Weil ich meine, und ich kann mir auch vorstellen, dass mit dir auch Mero auch so war. An dieser Stelle, Petrus auf jeden Fall... Ja, sehr... Petrus ist so ein komischer Mensch. Er ist so einfach, er gönnt jedem, Digga. Ja, er ist richtig korrekt. Das ist krass. Ich habe ihn jetzt noch nicht... so einen Mensch gesehen, der persönlich so... Persönlich habe ich ihn noch nicht kennengelernt, ich habe ihn noch nicht gesehen, so. Aber ich fand's krass, weil man denkt sich so, ey, den kenne ich aus dem Fernsehen, wie ist das? Und Bro, was ich mich jetzt frage, man kennt ja Mero schon ein bisschen länger. Wie kam es denn jetzt zustande, dass ihr in Kontakt kam? Wie ging das? Oder Bruder, kann man auf den Kontakt sagen, habt ihr euch nur gefreut, habt ihr ein bisschen geschrieben, was geht ab, Bruder? Nein, er hat halt auf Ehrenbasis. Ich habe nichts mit ihm zu tun gehabt, nichts, gar nichts. Es hat ihm gefallen dann. Ich gucke, er postet einfach mal ein Lied. Ich denke, Tamam stabil, der Junge hat auch stabile Lieder gemacht. Warum habe ich ihn damals nicht gepostet? So, weißt du, was ich meine? Dann schämt man sich so. Okay, dann jetzt meine Frage: Was hältst du von seiner Musik aktuell? Ja, brutal, Digga. Das ist doch ein Zeichen dafür, dass das überall oben und unten läuft. Ich gehe in die Türkei, ich steige ein Taxi, erst was ich höre, ist Mero. Es ist, wie es ist, Digga. Ist dir auch bestimmt passiert, wo in der Türkei war, Sena. Natürlich, Bruder. Ich gehe Kapolitschasche, Bruder, die fragen mich nach Mero und so, dies, das. Bro, guck mal, ich muss eine Sache sagen. Früher, also ich war ein bisschen verkorkster, was das angeht. Ich dachte mir so, wie können die diese Klicks machen? Und so, dies, das. Wir haben ja ein bisschen debattiert. Da gab es ja dann diese Interviews und Dokus von diesen Kai und so ein Scheiß, Digga, mit Klicks draufen. Sodass wir uns sogar mit Ratar getroffen hatten. Ich und Mäuse sind ja zu Ratar gefahren. Aber Klicks kaufen gibt's wirklich. Es gibt's. Ich will jetzt darauf hinaus. Ich will etwas. Rapper kaufen auch Klicks. Bro, ich will etwas sagen. Wir kommen gleich dazu. Schau mal. Das Ding bei Mero ist, er hat Hype, Bruder. Er hat Hype. Ja, er Bruder, hat sowieso. Er hat Überhype, Bro. Und es ist realistisch, wenn er am Tag 3 Millionen Klicks macht. Es ist realistisch. Ja, nein, Bruder, ich sehe das doch an mir selber. Früher. Ich weiß ja zu 100%. Ich weiß ja, du weißt auch, wenn ich Klicks sage, darauf hätte ich ja eh gesagt. Ja. Ich weiß ja jetzt. Es ist realistisch. Gott sei Dank, dass meine Musik jetzt gerade krass gehypt ist, dass ich sehe ja, okay, ey, die Klicks können entstanden kommen, weil ich habe mit Ausländern habe ich unter 24 Stunden 1,4. Bruder, wir haben auch schon vor 3 Jahren, ich sag immer wir, Bruder, weil ich ja auch irgendwo dabei bin, wir sind ja alles Brüder, haben auch vor 2 Jahren, wo du ja und so ein Scheiß gemacht hast. Ja, hatte auch. Am ersten Tag hatten wir auch 1 Million Aufrufe, aber heute ist ja so ein Prozedere geworden, wo jeder sich etwas vorwirft mit Dings. Ja, das ist die Konkurrenz, Bruder, die ganze Konkurrenz, das sind so viele. Ich sag dir ehrlich, ich kenne 2 Leute, die kaufen, auch mit Beweisen. Mit Beweisen. Mero gehört nicht dazu. Mero habe ich nicht, also Mero sehe ich nicht dazu und ich sehe es ein, dass... Wer denn? Ja, ich kann es nicht sagen, Bro. Ja, ich kann das hinter der Kamera sagen. Aber Bruder, dann gibt's. Du weißt, wie es abläuft, Bruder. Dann gibt's Krieg, dann heißt es, wieso machst du so, dann packen dich. Da sind so viele Leute, die im Hintergrund arbeiten, Bruder. Ich erzähle das nach der Kamera. Ich erzähle das nach der Dings. Nochmal auf Mero zurückzukommen, Bruder. Ich kenne auch auf jeden Fall richtig. Ich kann dir auch sagen. Wir werden safe dieselben haben dann. Guck mal, Bruder. Ich vergleiche es mal ein bisschen mit uns. Er hat den Kanakenbonus. Du kannst sagen, was du willst. Bei uns war das ja auch so früher, Digga, wenn wir Videos gemacht haben. Es gab aber haben doch voll viele, Digga, den Kanakenbonus. Ja, okay. Sind doch fast nur Kanaken. Ja, Bruder, aber wenn man jetzt eine Statistik hat, fällt, du bist doch schon allgemein wissen. Ja. Leben mehr Türken als andere Dings in Deutschland oder wie ist das? Was meinst du? Also nee, die meisten Ausländer meinst du? Ja. Das sind auf jeden Fall Türken. So, das meine ich. Den Bonus hat er schon mal. Es ist ein großer Vorteil, Digga, wenn du sehr viele Kanaken. Bruder, den Bonus hast du, aber weißt du auch nur wann? Ja. Wenn du dich auch als Türke gibst.
Da gibt's doch die ein oder anderen... Oh, das glaube ich nicht, ja. Nein, da gibt's auch die ein oder anderen Türken, da weiß ich auf jeden Fall, wo die nicht so für Türkei stehen, so weißt du, wo die so gar nicht Türkei repräsentieren. Mhm. Die haben gar keinen Türkenbonus. Die haben das nicht. Darf ich was dazu noch sagen? Sag was. Darf ich so eingrätschen? Bisschen lauter dann. Weil ihr sagt Türkenbonus, ne? Ich glaube, bei Mero ist es einfach nur... Also, was heißt einfach nur? Das ist bei Mero, der hat ja auch Türkisch und so gesungen. Ja. Er bringt wie ich diesen türkischen Drip mit, Dicker. Adam Türkisöl und dann so mit Bombenstimme. So. Das kann er auch. Deswegen, ich würde ihm auch vorschlagen, er soll mehr von dem machen. Aber das weißt du auch selber, der wird seinen Weg schon gehen. Wie gesagt, um das Thema mit mir abzuschließen, sehr talentierter Junge. Man muss es ihm gönnen, dass er mit so einem Alter so weit gekommen ist, Dicker. Liebe Grüße an dich. Hattest du schon Depressionen? Und wenn ja, wie bist du wieder rausgekommen? Es gab eine Phase, Bruder. Es gab eine Phase, wo du sehr lange inaktiv warst. Sehr, sehr lange. Ja, aber ich weiß nicht, was Depressionen sind, weil die Leute, die Depressionen haben, sind ja auch im Klaps und so. Deswegen glaube ich nicht. Das heißt nichts, Bruder. Ich hatte auch Depris. Ich habe auch zwischendurch Depris, Bruder. Ah, du hast jeden Tag Depris, sagen wir mal. Nein, jeden Tag nicht. Das darfst du so nicht sagen, Bruder. Er ist ein, weißt du, wie Jan als Mensch ist? Egal, was wenn er ein Emoji wäre, er wäre dieser Rote, der so richtig sauer guckt immer. Kennst du diesen Roten? Ja, der bist du einfach. Man hat einfach keinen Bock, dir zu schreiben, weil du weißt, du bist so energisch geladen. So wenn man ihn anfasst, man kriegt Stromschlag an meiner Rems. Bro, dann sag mir einfach mal, gab es dann diesen Punkt, wo du gesagt hast, so, ich höre jetzt mit allen auf, ich lösche das. Weil das hat schon sehr oft, wo ich mir denke, so, ich will es nicht mehr. Ich will nicht mehr in der Öffentlichkeit sein, ich will das, ich will, ja, es reicht, klar, ich will nicht mehr erkannt werden, ich will nicht zu den Leuten nett sein, ich will nicht mit den Leuten reden. Hanne, so, hast du das schon? Und wenn ja, warum, Bro? Ich habe voll oft darüber nachgedacht, einfach aufzuhören. Dann habe ich aber gesehen, ey, Mono, die ganzen Rapper, die aufgehört haben, die kommen irgendwann immer wieder. Ja. Weißt du, das bedeutet, ich werde auch so sein, wenn ich aufhören werde, werde ich irgendwann wieder versuchen, wiederzukommen. Nur das Problem ist, wenn du aufgehört hast, kannst du nicht mehr zurückkommen. Die Leute haben nicht vergessen, du bist tot, du kannst deinen Hype nicht mehr nochmal aufbauen, weißt du? Und deswegen bin ich so glücklich, ich habe letztens einmal keine Videos hochgeladen und auch jetzt, 2-3 Wochen, die Videos machen trotzdem 100.000, 150.000 Aufrufe. Oder deswegen bin ich so dankbar für diese Community, die wir haben, die wir uns aufgebaut haben über die Jahre. Ich grüße eure Herzen. Aber bei Rap ist wieder was anderes, weil die sind nicht so wie YouTuber, Bruder, die halt die Leute auch irgendwo erzogen aber haben. Aber nach Kundeskönig, ich habe nach Kundeskönig 1 habe ich ein Jahr Pause gemacht, mein Leben war ruiniert. Ich gucke, die Leute sind in der Stimmt, Digga, geworden. Du warst 20 neue Rapper sind gekommen, haben wir da rein. Oder was? 20? 100 Land? 1000? 20 Bro. Millionen, haben wir da rein. Es ist zu viel, Mann. Es ist wirklich zu viel geworden. Hanne, nicht, weil man jetzt irgendwie nicht gönnt. Es ist so viel geworden, du kommst nicht mehr mit. Weil die Videos kommen nicht mehr in die Trends, weil am Freitag 80.000 Rapper ein Video hochladen. 10.000 Videos sind in den Trends mit 50.000 Klicks, Bro. Bruder, du hast am Freitag deinen Song Gewitter released. Sag mal was zu dem Song. Sag mal was. Was sagst du denn zu dem Song? Hammer, Bro. Ich muss auch sagen, ich habe das Album schon vor 3 Monaten. Er kam vor 3 Monaten, im Februar? Februar oder da kam so. Ich auch nach Holland. Januar oder so. Kam er nach Holland. Ich habe mir genau den Song gezeigt. Der Wichser hat angefangen zu weinen im Auto. Yeah. Das tut mir voll unangenehm. Bruder, das Ding ist, guck mal. Schau mal. Ich schwöre dir, ich habe den Song selber noch mal so oft gehört im Auto. Ist ein Hammer. Damit die Leute das auch verstehen. Fast jedes Mal kommt wieder eine Träne. Damit die Leute jetzt auch nicht sagen, ah, voll die Pussy. Bruder, weißt du, was das Ding ist? Weißt du, was das Problem ist? Junge, ich hoffe, meine Eltern hören den Song nicht, weil wenn die den hören, werden die denken so, Haran, unser Junge ist selbstmordgefährdet und so. Ich muss denen irgendwie sagen, ey, Mama und Papa, nimmt das bitte nicht ernst, was ich dir sage, damit die sich keine Sorgen machen um mich. Monok, meine Mutter ist irgendwo Türkei, ja. Mein Vater ist irgendwo Deutschland, ich bin irgendwo in Holland, weißt du, was ich meine? Die denken sich, unser Sohn ist irgendwo alleine, der wird sich selbst umbringen. Das ist die Kacke, Digga. Ich möchte eigentlich nicht, dass meine Eltern... aber so ist es wichtig, Eltern, du schreibst was von deiner Seele und du... Ja, normal, aber Bruder, ich will nicht, dass meine Mutter oder mein Vater traurig wird, weil ich einen Song mache, so, weißt du? Ach, Bruder, die sind eh ein bisschen reifer im Kopf, weiß ich meine. Das war schon. Nein, Junge, die nehmen das richtig ernst. So richtig, ja, warum hast du so gemacht? Junge, wenn ich zum Beispiel wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Song sagen würde jetzt, ne? Ja. Ich bring dich um, du Bastard, ich hack deinen Kopf ab. Mein Vater wird zu mir kommen, ohne, warum willst du den Kopf abhaken? Warum machen sie das? Er nimmt so richtig so ernst. Ja, Bro. So, was ich aber sagen wollte, damit Leute sagen, ich habe geweint. Natürlich, ich habe geweint, aber es gibt jetzt noch einen Unterschied. Ich bin mit Mert schon seit fast 6-7 Jahren befreundet, so, und ich kenne seine ganzen... Bruder, ich perfekte Stelle, aber so. Ich muss jucken. Auf jeden Fall, ich kenne ihn schon seit 7 Jahren. Ich kenne die Familie, ich kenne die Eltern. Und normal fühlt man sowas etwas mehr, weißt du? Das ist ganz normal. Ja, und da sind ja Sachen, die dich auch ansprechen, so, richtig, weißt du? Erstens das. So, wo du auch fühlen kannst, wo das in dein Leben richtig, auch so ein bisschen richtig. War. Das kann ja dann jeder fühlen. Aber nochmal, ich kenne noch mehr Storys, was so abläuft, verstehst du? Und dann trifft sowas noch mehr, Bro. Ich weiß noch, Digga, auf Tour, wo du auch dein Dings gemacht hast. Du mich gefickt hast, aber da rein. Ja, ich wollte dich rennen, hab noch mehr. Ich mach auf der Tour in Köln zu der Story. Wir sind auf der Tour in Köln, der war ja auch dabei. Digga, ich gucke, ich bring den Song über meinen Vater, ne?
Und ich gucke im Publikum, weint ein Junge. Digga, Junge, ich guck ihn an, und der hat mich mitgenommen, ne? Weil wo ich gesehen habe, dass er geweint hat, hat mich das noch mehr mitgenommen. Ich fange einfach an zu weinen, was macht Can? Er kommt, er will mich retten, aber Amanakrim. Ey, Bro, ich wollte nur das Beste, Mann. Digga, ich konnte alle Lieder, Digga, aber es hat nicht funktioniert, verdammt! Ich mach meine Ich war überfordert! Wenn ich meine Meinung zum Album sagen darf, er hat sich selbst übertroffen. Kundes König 2 ist besser als 1, finde ich. Also da waren sehr viele... Oder dieses Album auf jeden Fall sehr stark. Weil sehr stark, Digga, ja. Walla, sehr ich stark. Bin so glücklich. Da sind auf jeden Fall keine Skipper bei, du kennst das doch. Wenn du bei Spotify ja, bist... Ja, Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, ich wollte einen Song rausnehmen. Ja. Drilon, mein Bruder, meine Freunde haben gesagt, lass den Song drin, wo ich einen Song nicht gefeiert habe. Welchen, wenn ich fragen darf? Picasso. Oh, ja, okay. Oh. Ja, ich weiß. Ja. Ey, ich würde euch so gern sagen, welche Lieder noch kommen, welche krass sind, aber ihr müsst euch. Ja, gewöhnen. Bruder, ich will selber unbedingt mein Snippet bringen, damit die Leute sehen, was das für krass ist. Wie viele Singles hast du denn noch? Wie viele kommt denn noch? Jetzt wird da rauskommen. Jetzt kommt noch Wie Beignet kommt noch. Kommt mein Lieblingssong? Welcher ist das? Weißt du, welcher mein Lieblingssong ist? Wie Beignet? Nein. Mit der Holländerin. Ach so, ja, der kommt. Das ist wahrscheinlich. Machst du eine Single? Mach eine Single draus, Bro! Ja, der kommt, das ist wahrscheinlich. Das ist, also wenn ihr das Album irgendwann hört und das Snippet draußen ist, ihr werdet mich verstehen. Leute, auf jeden Fall, das war's mit der ersten Folge. Merkner, danke schön, dass du da warst, Bro. Warte. Du kleiner Wichser. Schnell, wir haben nur 20 Sekunden! Jalla, jalla. Schnell! Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht einfach. Macht einfach gar nichts, ihr wisst Bescheid. Corona, lalalala. Wer soll bei der zweiten Folge mitmachen, schreibt's in die Kommentare. Und wenn ihr Fragen an diese Person habt, die wichtig sind, die man stellen könnte, schreibt's auch in die Kommentare. Okay, tschüss. Ich glaube, das war jetzt gefühlt das längste Video, was ich auf diesem Kanal hochgeladen habe. Dennoch hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei meinen Bekannten für dieses Auto. Sehr groß, sehr bequem. Ich komme mir letztes Mal vor wie ein Minibusfahrer gerade. Dankeschön an die Autovermietung C-Max für dieses Auto. Falls ihr auch mal so ein Auto mieten wollt, ich habe euch ein Bild hier eingeblendet. Meldet euch einfach. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Einschalten und vergiss nicht in die Kommentare zu schreiben, wer mein nächster Gast werden soll.